Jetzt sind ungeschützte Hochspannungsleitungen, Straßenverkehr, Umweltgifte und mehr oder weniger legale Jäger auf den Wanderrouten die größten Feinde. Die Wissenschaftler versuchen deshalb, zum Teil bereits erfolgreich, den Tieren den Wandertrieb zu nehmen, weil sie schneller dazulernen als der Mensch. Es gibt also in den Stationen auch im Winter einige Exemplare. Auf unserer Route lassen sich nicht nur Tiere besichtigen, sondern auch Menschen. Wir reservieren gleich 2 Tage für das Ekomusee in Ungersheim, wo es in der Hochsaison Massenaufläufe gibt. Im bedeutendsten Freilichtmuseum Frankreichs wird geforscht, recherchiert, bewahrt. Wie eine lebendige Datenbank präsentiert man Kultur, Technik und Leben der Region. Hier können Neugierige lernen, wie man mit alten Techniken Fachwerk verputzt, wie man Holzkohle brennt und früher töpferte, aber auch, wie Elsässer die Feste feierten, als die Riten noch ursprünglich waren. Hier ersteht Weihnachten wie aus dem Märchenbuch der Großmutter. Nikolaus, Hans Trapp, der elsässische Knecht Ruprecht und Christkindl, sie wohnen in Ungersheim. Das alte Wissen, von Einheimischen in Szene gesetzt, ist pures Erlebnis. Schmecken, hören, sehen, riechen, fühlen. Martin Graff, Filmemacher und Autor, nannte seine Heimat einmal eine gastrotouristische Fata Morgana. Im Ekomusee ist diese Illusion perfekt, haben die Klischees der Vierfarbenprospekte Gestalt angenommen. An Issenheim fahren die meisten deshalb vorbei. Denn der berühmte Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der an die Albträume eines Hieronymus Bosch erinnert, ist schon zu sehr mit dem Museum unter Linden in Colmar verbunden, wo er zu besichtigen ist. Im Mittelalter gerieten die Menschen epidemieartig in schreckliche Krämpfe, Fieber und Wahnvorstellungen. Dieses sogenannte St. Antonsfeuer kam aus verunreinigtem Getreide, vom hochgiftigen Mutterkorn.